Benchmark Friday, Freitag auf Deutsch. Benchmark Friday, Freitag. Wir machen heute Nancy. Nancy. Nancy ist ein klassisches amerikanisches CrossFit-Workout. Es besteht aus 5 Runden von 400 Meter Laufen, gefolgt von 15 Overhead Squats. Allerdings eigentlich mit Langhantel, aber heute machen wir mit einem Kurzhantel. Und können, oder mit Ivy. So ich kann nur Ivy sagen, es tut mir leid. Und hier kommt Ivy 2. Wir haben allerdings ein Warm-up davor, wo wir erstmal, also ein Emaun von 8 Minuten, die erste Minute wollen wir ein bisschen Inchworms machen. Okay. Ja, kannst du uns ein Inchworm vorzeigen? Ich zeige einen Inchworm. Ja. Okay, ich laufe nach vorne, so weit wie ich kann. Bauchchen fest. Und ich versuche schon, meine Beine gestreckt zu lassen dabei. Sehr gut. Sehr schön. Unsere zweite Bewegung ist eine Narrow Stance Squat. Also die Füße zusammen und dann so tief squatten wie möglich. Knie raus dabei. Ja, genau. Ja. Cool. Und nicht so leicht tatsächlich. Dritte Bewegung ist wieder Inchworm, aber jetzt mit einem Liegestütz, einem Push-Up dazu. Inchworm. Bisschen. Und wieder hochlaufen. Und jetzt kommen die Beine wieder in Anspruch. Ja. In der vierten Minute machen wir Ausfallschritte, Lunges. Nach vorne? Nach vorne. Oder nach hinten, wie ihr wollt. Wir wollen die Beine langsam aufwärmen. Okay. Vielleicht macht ihr so 10 Stück, 20 Stück in dieser Minute. Je nachdem, wie ihr euer Körper sich anfühlt. Okay, cool. Fünfte Minute kommen wir wieder auf die Hände. Ja. Und diesmal machen wir einen Handstand. Oder ein. Nein, sorry, wir machen einen Wallwalk zuerst. Mhm. Also wir klettern auf eine Wand hoch und halten. Je nachdem, wie gut man ist, kommt die Nase zur Wand, macht man bis zur Wand, sonst hält man einfach. Vielleicht kriegt man die Füße auf den Küchentisch und das ist genügend heute. Dann haben wir die sechste Bewegung. Sechste Minute ist Squat Jumps. Also wir gehen in eine Hocke und dann springen wir hoch. Wir springen hoch und genau. Aber dann die Beine auf jeden Fall nach einer Minute. Genau, und dann unsere siebte Minute. Geht dann in den Handstand. Jetzt versuchen wir wirklich hochzukicken, da in den Handstand zu kommen, um die Schultern richtig zu stabilisieren. Und wenn man das nicht machen kann, dann kann man vielleicht einen Wallwalk wieder machen und da halten. Oder ein Elevated Plank. Unsere achte Minute kommen die Beine wieder in Anspruch, dann machen wir den Duck Walk. Ein bisschen wie Ivy wieder da macht. Genau. Hier unten in der Hocke einfach rumlaufen. Und ein Challenge für euch zu Hause mit der Duckwalk ist, könnt ihr das machen mit den Füßen komplett gerade oder mit den Füßen sogar ein bisschen nach innen. Ja, das ist challenging, ja. Und immer noch versuchen, die Knie nach außen zu ziehen. Das ist halt der Trick. Genau. Jetzt sind wir halt warm. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir haben versucht, eine Minute immer Oberkörper, eine Minute Unterkörper, damit wir richtig warm sind. Okay. Testet eure Strecke aus für das Laufen. Also 400 Meter Laufen sollte etwa 2 Minuten dauern für die meisten. Wenn ihr nicht laufen könnt, wie auch immer, vielleicht habt ihr ein anderes Gerät zu Hause, ein Rudergerät, wie viele gekauft haben, oder du hast ein mega geiles Fahrrad, was du nutzen möchtest, dann
such dir eine Strecke aus, was etwa 2 Minuten dauert zu machen und richtig Gas geben. Und danach immer 15 Overhead Squats mit Gewicht. Jetzt, wir haben ein Dumbbell dabei, also und man soll das nicht vielleicht unterschätzen, wie ein kleines Gewicht für den Overhead Squat sehr anspruchsvoll ist für den Körper. Genau hier das Gleiche, wir wollen, dass die Knie hier außerhalb von den Großzehen kommen und dass der Arm gerade nach oben kommt. Ja. Aber es sah gut aus. Mit 2 Armen. Ja, aber es sah gut aus. Hast du Hausaufgaben gemacht? Ein bisschen. Schon Rotations gemacht heute. Ja. Okay. Ein guter Score für diesen Workout ist etwa, also abgerundet, 3 Minuten pro Runde. Das heißt, etwa 15 Minuten ist ein gutes Ziel. Hey, es gibt einige Tiere da draußen, die schaffen das auch in 10 Minuten. Aber versucht das so schnell wie möglich zu machen. Natürlich, Intensity is King in diesem Workout. Maximale Zeit sollte etwa so 20 Minuten sein. Aber checkt, dass es Spaß macht, auch challenging ist, und freuen uns auf eure Scores.